Rhein-Main-Zock, da sind wir wieder, 20.45 Uhr und Sie können wieder gewinnen. Rufen Sie an und Sie können ganz tolle Preise gewinnen. Und ich will sehen, wie Sie zu Hause Rhein-Main-Zock gucken, und schicken Sie mir das Bild auf boris@rmtv.de, und die 10 schönsten werden auf Facebook hochgeladen, und das schönste Bild, das kommt, also der es gemacht hat, der kommt zu mir in die Sendung am 26. April. Und natürlich haben wir auch das, was auch alle Frauen haben, nämlich hier die Regel. Traumhafte Gewinne mit Rhein-Main-TV. So einfach geht's. Gleich gibt's wieder eine Frage aus der Region. Schnell anrufen, und mit nur einer richtigen Antwort ist bereits ein Gewinn garantiert. Vom Wellness-Wochenende bis zum Karibik-Aufenthalt. Und ein Anrufer pro Show hat darüber hinaus die Chance, in unserem großen Wochenfinale den Jackpot zu knacken. Bis zu 50.000 Euro liegen in unserem Tresor. Viel Glück! Du hast heute auch einen Clown gefrühstückt, ja, oder? Bei mir noch zu Gast der Carsten. Am Wochenende Eintracht in Augsburg. Dein Tipp? Natürlich ein Frankfurter Sieg. Allerdings müssen die Frankfurter natürlich auch aufpassen, weil auch wenn Augsburg so langsam wieder, die sind langsam wieder im Kommen, haben die letzten zwei Spiele ja verloren, aber die werden heiß sein, weil Relegationsplatz kann man sich nicht drauf ausruhen, also die müssen noch kämpfen für den Abstieg. Das stimmt. Und unsere allererste Gewinnspielfrage hat sogar etwas mit der Eintracht zu tun. Bitteschön. Dauerläufer. Welcher frühere Eintracht-Kapitän ist Bundesliga-Rekordspieler? A. Jürgen Grabowski, B. Charlie Körbel. Rufen Sie jetzt an 06172 49 und 5 mal die 7. Du hast bestimmt beide schon getroffen? In der Tat, ja, Charlie Körbel auch schon des Öfteren in unserer Fußballsendung. Ganz sympathischer Typ, man muss nur ein bisschen Zeit mitbringen, weil er redet gerne viel, aber absolut sympathischer Charlie Körbel. Ist dir schon mal passiert, dass du in der Tankstelle angesprochen wurdest, um zu zocken? Ich noch nicht, um zu zocken, aber bestimmt einige Leute von dir. Richtig, und das sehen wir uns jetzt an. Ich habe ein paar Fragen für dich. Was gibt's denn zu gewinnen? Was Tolles. Wenn du richtig gut bist, bis zu 50.000 Euro. Ja? Du musst mir alle Fragen beantworten, dann kannst du bis zu 50.000 Euro gewinnen. Aber allerdings erst am Freitag, nicht heute. Ja, ich kann bis Freitag warten, also so schlimm ist nicht. Wie viele Einwohner leben etwa im Rhein-Main-Gebiet? Schätzfrage. Stadt Frankfurt? Irgendwas paar hunderttausend. Deutlich über eine Million auf jeden Fall. Richtig. Wie viel könnte das Rhein-Main-Gebiet haben, die Rhein-Main-Region? 3. 5,5. Sag ich ja. Eintracht oder Offenbach? Ach, welche Frage? Eintracht. Okay, Kevin Trapp, was hat denn der gerade für Probleme? Mittelhandknochen gebrochen. Richtig. Du bist ja mit dem Auto hier, ne? Ja. Wie viele Kilometer fährst du so durchschnittlich im Jahr? 12.000. Richtig im Durchschnitt. Ist auch der Durchschnitt. Ja. Letzte Frage. Bist du so ein bisschen mit E-Mails vertraut? Schreibst du E-Mails? Manchmal. Was heißt ein CC? Dass es noch für einen zweiten zugänglich ist, die E-Mail. Dass ich also die an jemanden schicke, aber CC ist noch an einen zweiten, wo sie weitergeleitet wird praktisch. Was heißt CC übersetzt? Also vom Sinnbegriff schon, ist richtig. Ja, aber was es übersetzt heißt, weiß ich nicht. Carbon Copy. Ah ja, gut. Das heißt, auf Deutsch? Kopie. Karten, ja. Keine Ahnung. Kohledurchdruck. Kohle? Ja. Das ist doch früher. Weißt du, bei. Papier. Richtig. Das waren aber noch zu meiner Zeit. Ja. Wie alt bist du? Viel zu alt. 61. 61? Ja, da hast du gerade mal die Hälfte. Ja. Oder? Komm, also 50.000 reicht nicht, aber du darfst ins Kino gehen. Für einen Film deiner Wahl. Gut. Dankeschön. Bitteschön. Danke. Ja. Viel Spaß noch. Danke. Gut. So einfach kann es gehen. Wann warst du das letzte Mal im Kino? Das letzte Mal im Kino? Gute Frage. Frag mich jetzt nicht, welcher Film. Ach ja doch, Der kleine Hobbit. Ist der kleine Hobbit. Ein Weilchen her. Dieses Jahr war ich noch gar nicht im Kino. Hast du auch gelesen, das Buch? Jetzt hast du mir die falsche Frage gestellt. Nein, ich hab's nicht gelesen, muss ich gestehen. Ich hab's auch nicht gelesen. Ich fand's auch ein bisschen, war wie die Kindervariante von Herr der Ringe. Aber bitteschön. Rhein-Main-Zock, der Boris ist dran. Und jetzt müsste der Stefan dran sein, ist das richtig? Jawohl, hier ist der Stefan. Grüß dich, Boris. Stefan. Von wo rufst du an? Aus Görkeshausen, bei Limburg. Bei Limburg, Offenbach oder Eintracht? Also Kickers oder Frankfurt? Frankfurt. Frankfurt. Fan kann man nicht sagen. Ich verfolge das immer im Radio, aber ab und zu gehe ich ins Stadion.
Pass auf, hier kommt die Frage für dich und dann hätte ich gerne noch mal die Antwort. Achtung, hier die Frage. Dauerläufer. Welcher frühere Eintracht-Kapitän ist Bundesliga-Rekordspieler? A. Jürgen Grabowski, B. Charlie Körbel. Dürfte doch kein Problem sein, oder? Bitte? Dürfte doch kein Problem sein, oder? Charlie Körbel, von den Spielen her weiß ich, dass er jede Menge hat. Also, dass er die meisten Spiele hat von Charlie Körbel. Und das ist auch richtig. Oh, so. Ich war mir ein bisschen unsicher. Prima. So. Wir haben uns überlegt, wir machen nochmal das Hütchenspiel. Wir machen nochmal schnell das Hütchenspiel. Ich greife einfach schnell oben. Ein paar raus. Mitte und ganz unten. Die goldene Mitte ist die, immer gut. Jetzt komme ich nicht mal mehr zu mischen. Okay, wir nehmen die goldene Mitte. Die goldene Mitte. Wir kürzen das mal ab. Die goldene Mitte. So, was hättest du denn gerne? Ich bin schon froh, dass ich durchgekommen bin. Also, ich bin ja gar nicht hochvoll. Also, pass auf. Wie stehst du denn zu Pferden? Pferden? Toll, ja. Ja? Du gehst auf das Wiesbadener Pfingstreitturnier. Prima. Guck mal, hier kommt dein Preis. Ja. Ja? Sie gewinnen 2 Flanierkarten für das internationale Wiesbadener Pfingstreitturnier, die zum gemütlichen Bummeln über das Turniergelände berechtigen. Erleben Sie internationalen Spitzensport, edlen Glanz und jede Menge Unterhaltung. Und zur Einstimmung erhalten Sie die neue CD des Country- und Folk-Talents Lisa Marie Fischer, Sugar and Salt. Herzlichen Glückwunsch! Jubel will ich jetzt hören. Sehr schön. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, okay? Danke. Mach's gut. Tschüss. Tschö. Und gleich die nächste Frage hinterher. Auf geht's. An der Seitenlinie. Welche beiden Bundesliga-Clubs trainierte FSV Frankfurt-Coach Benno Mühlmann bereits? A. Den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg oder B. Den Hamburger SV und Arminia Bielefeld? Rufen Sie jetzt an 06172 49 und 5 mal die 7. Der FSV, zweiter Verein in Frankfurt, wie sieht's aus? Aufstieg ist drin? Rein theoretisch, also ist natürlich immer schwierig, die haben ja noch Köln und Kaiserslautern vor sich, um überhaupt auf den Relegationsplatz zu kommen. Ja. Das wäre dann immer noch mal so ein Ding. Ganz ehrlich gesagt weiß ich aber nicht, ob es den Bornheimern so gut täte. Ich glaube so von der ganzen Kapazität und so des Vereins, zweite Liga ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob sie sich mit der Bundesliga übernehmen würden und dann vielleicht, wie schon andere Vereine zuvor, dann direkt abstürzen würden. Und wie sieht's aus, wenn du, wenn du jetzt überlegst, die sind ja gerade in so Aufbau. Mhm. Also nächste Saison? Eine Chance oder in 2 Jahren, in 3 Jahren? Also wenn sich das Ganze gefestigt, wenn sich das Ganze gefestigt hat und so wirklich langfristig in der zweiten Liga da sind und dann auch ein bisschen, sage ich mal, Geld angesammelt haben, dann kann man drüber nachdenken. Aber man sieht es ja jetzt auch diese Saison Augsburg. Also immer wenn kleinere Vereine hoch in die Bundesliga kommen, wird es ganz, ganz schwer. Ich will noch kurz auf die Kickers zu sprechen kommen. Bei denen sieht es ja nicht so gut aus. Insolvenz. Richtig, da war gestern Abend eine Mitgliederversammlung, wo dann der Präsident auch klar sagen musste, 9 Millionen Euro Schulden. Okay. Der Frank Ruhl will jetzt mal rangehen an die Gläubiger, ein bisschen mehr Geld rausholen. Die Stadt soll ihnen entgegenkommen, was die Stadionmiete angeht. Sie müssen den Spieleretat um 30% senken, also sieht nicht gut aus. Aber hoffentlich für den Anrufer jetzt. Für den sieht es hoffentlich besser aus. Wir schauen. Rhein-Main-Zock, der Boris, mit wem spreche ich? Hallo? Hallo? Wer ist denn dran? Hier ist Heike. Hallo Heike, von wo rufst du an? Aus Bad Nauheim. Aus Bad Nauheim, die Kurstadt, das ist schön. Genau. Da spielen die großen Teufel. Pass auf, der Carsten, der stellt dir jetzt die Frage und dann hätte ich gern von dir hoffentlich die richtige Antwort. Jetzt muss ich mich hier erstmal wieder sortieren. Ach ja, genau richtig. Bei welchem Bundesliga-Verein war der FSV-Trainer Benno Mühlmann schon mal tätig? A. Köln und Wolfsburg oder B. Hamburg und Bielefeld? Also als Nicht-Fußball-Fan wird es das schwierig. Ich nehme aber Hamburg und Bielefeld. Und das ist richtig. Da hast du richtig getippt. So. Und wir haben ja noch 2 Umschläge liegen. Oder soll es ein neuer sein? Ich hätte gerne den 2. von unten. Den zweiten von unten. Darf ich fragen, warum? Das ist die Familienreise. Das weißt du? Sind wir mal gespannt. Hellseherische Fähigkeiten. Okay.
Es ist nicht die Familienreise. Aber hast du einen Blu-ray-Player zu Hause? Noch nicht. Noch nicht? Weil du kriegst schon mal einen Film von uns. Und zwar Alarm für Gruppe 11, die Blu-ray. Guck mal hier, hier kommt dein Preis. Sie gewinnen die 30. Staffel Alarm für Cobra 11 auf Blu-ray von Universum Film. Erleben Sie knallharte Action bei Deutschlands beliebtester Serie. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch was, oder? Dankeschön, mein Sohn jubelt schon. Das ist doch schön, okay. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, okay? Dankeschön. Okay, Dankeschön, tschüss. So, Abschlussfrage. Du hast das Buch vom Steppi, hast du gelesen? Genau, habe ich gelesen. Hatte ich auch eben gerade ja vorhin in der Sendung gehabt, den Steppi zu Besuch, der ein bisschen aus seinem Buch gelesen hat. Das ist schon ganz interessant, was er da hinter den Kulissen so zu erzählen hat. Hast du eine Lieblingspassage? Die Lieblingspassage hat er vorhin vorgelesen. Die Wiederholung kommt nachher um 22 Uhr. Deswegen will ich das den Zuschauern noch nicht vorwegnehmen. Ich fand es ganz interessant, zum Beispiel einfach zwei, drei Zeilen, wo er mal typisch Diva vom Main, die Eintracht, als er meinte, aus seiner Zeit in Manchester war er Weihnachtsfeiern ohne Frauen gewöhnt und wollte diesen seiner Meinung nach schönen Brauch nun auch in Frankfurt etablieren. Die Spieler schienen dieser Neuerung sehr aufgeschlossen. Jedoch hatte Steppi die Rechnung ohne die Frauen der Spieler gemacht. Die haben nämlich kurzerhand eine Gegenveranstaltung. Okay. Gemacht. Ich bedanke mich bei dir, dass du mein Gast warst. Morgen die große Finalshow, auch 18.45 Uhr, 19.45 Uhr, 20.45 Uhr. Da kommen alle Gewinner aus dieser Woche zu mir hier in die Sendung und die können um bis zu 50.000 Euro spielen. Und ich bin mir sicher, der Jackpot wird geknackt. Schaltest du ein? Ja. Natürlich. Und Sie hoffentlich nachher auch nochmal die Elfmeter-Wiederholung um 22 Uhr mit Dragoslav Stepanovic. Bis morgen. Ich freue mich auf Sie.